Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video Bruder Travel. Heute bin ich in Las Vegas unterwegs, also ein bisschen außerhalb, und gehe da mit unserem Partner Free Travel aus Tüdingen die Seven Magic Mountains anschauen. Das ist ein Kunstwerk von einem Schweizer Künstler. Viel Spaß dabei! Wenn man zu dieser Steinformation hinläuft, dann sieht man schon verschiedene Farben und diese riesigen, also ca. 9 Meter hohen Steinformationen. Die Farben sind auch echt eindrücklich, weil sie Neonfarben sind oder eben Schwarz, Silber und Gold, glaube ich. So von dem her echt coole Sache, und es steht mitten in der Wüste von Nevada. Die Steine sind ein echter Selfie-Hotspot. Die Steine sind so groß aufeinandergetürmt, dass man sie von der Straße aus auch sehr gut sehen kann und natürlich auch nicht vorbeigehen konnte. Darum schauen wir uns das Ganze an. Und hier seht ihr dann auch mal, wenn man von direkt an dem Stein dran ist, nach oben schaut, wie hoch das Ganze ist. Dann ein bisschen von weiter weg kann man die Steinformationen alle sehr, sehr gut einsehen.
Somit sind wir leider schon wieder am Ende des Rundgangs bei den Seven Magic Mountains angekommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, besucht doch meine Webseite unter www.brudertravel.com. Dort findet ihr verschiedene Videos, dort findet ihr eine Bewertung zu den Videos und ihr findet natürlich den jeweilig passenden Podcast zu den Videos. Dort erzähle ich euch noch ein bisschen mehr Informationen zu diesen Videos und dass ihr das vielleicht auch anhören könnt, ohne dass ihr direkt das Video sehen müsst. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Podcast-Folge, bei dem Video und natürlich freue ich mich beim nächsten Video. Bis bald bei Bruder Travel. Tschö! Natürlich danke ich auch noch unseren Sponsoren, so wie Bruders Podcast, Stars wie du und ich. Dort werden verschiedene Stars interviewt, wo ihr dann die Geschichte hinter dem Star erfahren könnt, sowie unserem Reisebüro Free Travel, das den Sitz in Düdingen und in Schwarzenburg hat. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Video. In Colorado, and I want to thank Brent and Linda Christensen for bringing me and Devin Graham out here to film at these amazing ice castles. All the information is in the description with their website, and they actually built this. So yeah, they built them for people to come see, so you're more than welcome to check them out as well. Also, big thanks to Devin Graham for his amazing cinematography. You can check out his YouTube channel right there because he has incredible stuff on his channel as well. Also, let me know in the comments what you think of my dubstep music. This is an experiment for me, and so let me know if I should try it again, do more, or whatever you think. So, thanks so much, guys, and you're awesome.